Viva Libia! Viva Muammar al-Gaddafi! Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist World Jamiree Radio mit den aktuellen Nachrichten aus Libyen in deutscher Sprache. Dies sind die Nachrichten für den 6. November 2011. Mein Name ist Chris Hedelmeier. Aktuelle Ereignisse in der Zusammenfassung. Sirte, der grüne Widerstand erlangte die Kontrolle über den Flughafen zurück. Süden Libyens. Grüne Widerstandskämpfer gelang es, die Geratten der sogenannten Übergangsregierung um wichtige Kilometer hinter die Verteidigungsposition von Fessan zurückzudrängen. Der gesamte Süden des Landes ist nun grün. Tripoli. Dutzende Verwandte von Gaddafi-Unterstützern hielten ein großes Treffen in der Nähe des Stadtgefängnisses ab. Sie erklärten, dass die inhaftierten Personen unter grausamer Behandlung zu leiden hätten. Tripoli. Grüne Widerstandskämpfer des Raid-Bataillons griffen, unterstützt von Mörserfeuer, die Ratten am Flughafen von Tripoli an. Dieser steht nun in Flammen und das gesamte Gelände ist umringt von NATO-Söldnern. Bisher wurden 140 Ratten getötet. Rettungsfahrzeuge wurden zu der Anlage geschickt, nach Augenzeugenberichten von Anwohnern erschütterten gestern starke Explosionen den Flughafen. Tripoli, 4. November. Die Zwangseinführung der sogenannten Demokratie nach westlichem Vorbild in Libyen ist nicht nur von Massentötungen ohne Ermittlungen und Gerichtsverfahren gekennzeichnet, sondern ebenso von Internetzensur. Wie das Internetportal von Algeria ISP am Freitag meldete, blockierte das Ratnerregime Facebook und Internetseiten, deren Autoren es wagten, Muammar al-Gaddafi zu unterstützen. Zitat: Wir wissen genau, welche Software benutzt wurde für den Zweck der Zensur. Sie wurde vom Westen produziert, von jenen, die die Demokratie so hoch preisen. Zitat Ende, so die Nachricht. Gestern zerstörten Kräfte der libyschen Befreiungsarmee 3 Positionen von NATO-Ratten in der Nähe von Souq al-Ghumwa. Dies macht die Straßen nach Hani Arada und zur Straße des 11. Juli frei. Die heftigen Kämpfe in den Gegenden von Abu Salim, Hatba, Salahaddin, Dugaljuma zwischen verschiedenen Rattengangs dauern an. Eine davon gehört dem Stamm von Zintan an. Ein anderer steht unter dem Kommando von Belhadj. Viele Belhadj-Gangster wurden von Zintan-Ratten gefangen genommen. Darauf umzingelten Belhadj-Gangster das zentrale Krankenhaus von Tripoli und nahmen ihre Erzfeinde gefangen. Seit gestern versinkt die Stadt in Chaos. Viele Anwohner verloren schließlich die Geduld, griffen zu den Waffen und gingen auf die Straße. Sie beginnen damit, ihren Revolutionsführer zu rächen. Gut, Saif al-Islam sagte vor kurzem, dass sie sehr bald ihre Kraft aus dem Bürgerkrieg verlieren würden und wir sie vom Angesicht unseres Landes wischen werden. Diese Information wurde uns von unserer Quelle NATO-Stop übermittelt. Das war World Jamiree Radio mit den Nachrichten vom 6. November. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.